So, wir haben jetzt hier ein neues Horrorspiel da. Es heißt Luto. Es ist eine Demo und es kommt 2023 raus. Ich denke, wir starten jetzt mal dann gleich rein in das Spiel. Die Demo startet von Luto. So, jetzt fängt das Ganze an. Let's go. Und es sieht schon richtig gruselig aus. Gucken wir uns mal erstmal um. Den halt so Stofffetzen und alles. Hier liegen wieder Tabletten und welche Bücher rum. Und hier ist was zum Aufheben. Ein gruseliger kleiner Spielaffe. Kann man hier. Wie geht das denn? Ah, mit Rechtsklick kann man auch reinzoomen. Boah, das ist echt krass gemacht. Alte Gemälde, ein paar Bücherregale. Da knarrt schon irgendwas. So, ich kann nichts drücken, übrigens. Auch keine E-Taste, sondern nur Rennen, Taschenlampe und so, aber die kriegen wir wahrscheinlich noch. Hier sind überall VHS-Kassetten und die wurde komplett auseinandergenommen. Und zum Glück ist noch nicht Nacht. Das ist der Eingangsbereich, cool. Hier ist noch eine Kiste. Drawing of a door with broken bars. Verstehe ich nicht so ganz. Das ist eine Tür, die ein. Ach so, das kann, jetzt kann man es pick-upen. Lass mich erstmal ins Inventar gucken, ja? Also, wir haben jetzt das Teil. Kommt das her? Von unten oder von. Anscheinend ist man gerade hier erst eingezogen oder man zieht aus, so irgendwie, keine Ahnung. Dann wollen wir mal abheben, ne, würde ich sagen. Und dann gucken wir uns dann gleich mal um. Weil es geht ein bisschen auf den Sack des Telefons, deswegen. Wir heben ab. Hey, how are you? Are you doing better? It's been a while since, you know. Yeah, I'm trying to give you space. But of course, if you need me, just say something, okay? I'll come and get you. So, please, don't be a stranger. Was ist denn jetzt passiert? Was sind wir jetzt? Polizei rufen. Wir können die Polizei nicht rufen. Wir haben doch gerade hier gesehen, dass diese Tür auf dem Bild war, oder? Haben wir einen Zeitsprung oder so gemacht? Warte mal. Okay, da geht's nicht weiter. Das ist einfach nur so eine dunkle Ecke. Aber es sieht schon übelst gruselig aus hier. Aber wo sind wir jetzt? Hier kann man auch reingehen. Sieht halt schon so vertrauenswürdig aus, da die Taschenlampe aufzuheben. Würde mir gerne mal das Zimmer ansehen. Hier wohnt anscheinend safe ein Kind. Und das hat sehr krasse Sachen gemalt.
Und es wurde ganz viel gebastelt, da blinkt was. Der Tod. Ah, okay. The Call. Ah, wir sehen jetzt das Gemalte, was wir jetzt auch gesehen haben oben. Die ganzen Kartons vom Umzug. Wie ich es halt gedacht habe. Und dann ruft einer an. Und dann sehen wir irgendwo Ketten. Und dann sehen wir... Ah, und der Pfad ist offen. Das ist dann, wo die Taschenlampe ist, oder? Guck mal. Können wir das jetzt... What? Wo sind wir denn jetzt? Warte. Ach so, das ist nur rübergeschwenkt. Kriege ich jetzt die Taschenlampe trotzdem, oder? Ja, dann hält man mal die Taschenlampe auf, würde ich sagen. Und jetzt können wir die anmachen. Was ist das denn hier? Hier ist einfach ein Gitter vor. Wie hoch das hier alles ist. Oh, die Atmosphäre ist ganz eklig. Ah, mit E kann ich Sachen machen. Mal vielleicht woanders ein Bild finden. Vielleicht in der dunklen Ecke oder so jetzt. Hier sind schon wieder Tabletten. Do not stare at him. Also guck ihn nicht an. Wen? Oh, da geht's hier hinten weiter. Ich wollte mal kurz... Alter. Doch, da ist was jetzt. Oh, scheiße. Ich kann mir das nicht antun. Oh mein Gott, da flackert schon so hässlich. Warum ist das Spiel so heftig? Ich hab keinen Bock, Alter. Hier ist Strom drauf, ne? Aber was ist das für eine komische Wohnung, wo wir sind? Aber gibt's zwei Wege jetzt, den oder den anderen? Ach du Scheiße, was ist das für ein komisches Haus? Alles dreckig. Jetzt die Frage, wo gehen wir hin, links oder rechts? Ich würde sagen, wir gehen links. Da geht's nach oben. Oh mein Gott. Da geht's in den Scheißkeller runter. Nee, ich will nicht in den Keller. Dann gehen wir mal zurück. Ich will da hinten lang. Da ist ja auch irgendwas am Flackern. Ach so, warte. Vielleicht ist das ja... Wir sind im alten Haus. Das kann... Ach du Scheiße. Das Haus ist ja riesig. Ich weiß halt nicht, wohin. Und hier ist ein neues Bild, das wir uns nehmen können. Oh, das ist das blaue Geschenk, was wir schon gelesen haben an den anderen Bilderwand. An den anderen Bilderwand vor allem. Kann es sein, dass wir mit den Bildern irgendwie uns hier das Haus aufmachen können? So nach und nach irgendwie. Und wieder alles voller Müll. Oh, das scheint ein Rätsel zu sein. Aber das kann man noch nicht lüften. So, weil ich ja jetzt links war, würde ich jetzt mal rechts... Ne, ich gehe links. Ich will nach oben, nicht in den Keller. Ich will nicht in den Keller gehen. Warum ist die Decke so hoch und so schwarzes Zeug? Kommt da runter, ey. Oh. Versteht ihr, was gerade mit mir los ist? Gänsehaut zieht mir bis hoch
Nacken in den Kopf rein. So eklig ist das Spiel hier gerade. Hier ist auch was. Der VHS-Raum. Ja, was will uns das sagen? Ich gehe noch mal runter. Wir müssen jetzt doch in den Keller gehen. Oder das Bild dranhängen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Keller. Oh Mann, ich will aber nicht in den scheiß Keller gehen. They are no longer here. Wer ist denn nicht mehr länger hier? Oh Mann. Das ist schon so wie... Alter! Dieser scheiß Duftspray-Ding, Alter. Es ist so eklig. Oh, zum Glück ist hier überall Licht. Was ist das nicht, der Keller? Da ist ein Fernseher oder so an. Boah, guck mal, das ist das. Ach du Scheiße. Help me, help me. Da braucht anscheinend einer Hilfe. Das ist kein Entkommen. Suche Hilfe überall. Und warum hört der Radio an? Ist auch noch irgendwas. Ist auch so eine Tür mit einem Dreieck. Ich glaube, hier kann man Zelda befreien. Und gegen Ganondorf dann kämpfen. Das ist schwer so meine Idee. I'm lost. Help me. Ich bin verloren. Helft mir. Und jetzt? Oh, so. Es ist ganz eklig, das Spiel. Oh, dieses Helfen. Oh, nicht schon wieder. Reicht jetzt auch, ne? Da ist einer gelaufen. Oh, das ist ein Geist gelaufen. Oh, ganz eklig. Jetzt ist die Tür ja auch offen. Ja, da gehe ich ganz bestimmt nicht hin. Ganz bestimmt gehe ich da nicht jetzt hin. Kannst du vergessen. Geh jetzt das Bild abgeben. Das hat sich ja auch alles verändert, oder? Aber wo kam dieser... Die Tür ist jetzt auch... Ach nee, die war schon offen. Da ging es nicht weiter. Ich geh jetzt zurück in das... Zimmer. Hier ist jetzt das Zimmer. Hier muss jetzt wahrscheinlich das... Was für Lügen sind hinter dem Licht? Wir haben jetzt das Geschenk hingemacht. Aber das Geschenk ist vor dieser Gittertür. Wo war das dann? Rechts oder links? Es war rechts. Weil oben war ja nichts mehr. Und hier ist dieses komische Wesen da reingelaufen. Ja, klar, guck mal, wie lang der Gang ist. Ich denke mal nicht, dass die Türen irgendwie... Das ist echt schwierig zu spielen. Alter! Fuck! Oh mein Gott! Ich bin am Arsch! Die Tür ist zu! Und das kommt näher! Nein! Oh nein! Wer bist du? Lass mich!
Bin ich jetzt tot? Okay, das ist gewollt gewesen. Es gab keine andere Möglichkeit. Ja, wo sind wir jetzt wieder? Wieder so ein ewig langer Gang mit kaputt eingestürzt alles. Wohin geht's da jetzt? Nicht bestimmt zurück in diesen Eingang, wo wir gerade waren, oder? Oha, tatsächlich. Hier ist so ein Smiley. Also Smiley hat uns ja eingeladen, hier rein zu gehen. Deswegen können wir das ja gerne jetzt machen. Da ist schon wieder dieser Regenbogen. Und wir sehen die ganze Zeit Nummern. 522. Pick up. Oh, hier ist noch eine Notiz. That's what I remember. F. Ah, hier kann man es lesen. Es steht so viel drin wie wir haben Video, also Filme geguckt und hat es dann gemalt. Immer und immer wieder. Ja. Oh, wir sind jetzt wieder hier. Wir sind im Kreis gelaufen. Jetzt müssen wir safe das Bild dann hier reinpacken. Ach, hier ist noch eine freie Stelle. Ich muss kurz gucken. Muss er vielleicht die Bilder in der richtigen Reihenfolge aufhängen? Aber man kann das auch wieder nehmen. Also das Bild. Das. Ich kann auch das hier hinhängen. 522. Das ist ein Rätsel, ich versteh's. Achso, das haben wir richtig gemacht. Wir brauchen jetzt noch ein Bild. Denk mal nicht, dass es richtig ist hier. Deswegen werde ich das nehmen. Also. What lies behind the light? Oh, jetzt steht ein Zahlencode. 074522. Ah, und hier. Das kommt hier hin. Weil da rechts und links eine Treppe ist, denke ich mal, oder? Aber dann fehlt ja trotzdem noch ein Bild. 074522. Aber wir haben noch nichts gesehen mit dem Zahlencode oder so. Ach, wahrscheinlich müssen wir die Telefonnummer dann... Ist das eine Telefonnummer? Kann das sein? Weil das ist das Einzige, wo man Nummern eingeben kann. Wie soll ich mir das denn bitte merken? Ich mache einfach ein Foto, warte. Jetzt kann mir die Nummer wählen. Ich kann mir das nicht merken einfach. Das sind so viel Zahlen. Ich werde nicht ewig da irgendwie hinherrennen und irgendwelche Zahlen da, weißt du? Dann machen wir das jetzt mal. 074522. Anrufen. Was passiert jetzt? Ist die Frage. I spy with my little eye. A little thing. And a little. I spy with my little eye. A little thing. And a little. Okay, ich habe die Nachricht nicht ganz verstanden. A spy irgendwas mit deinem kleinen Auge. Frage ist, oh, das ist der Hinweis für oben gewesen. Oben ist ja dieses VHS-Zimmer gewesen. Da ist ja auch so ein Auge und da kann man reingucken.
Wahrscheinlich meint er das jetzt. Aber hoffentlich passiert jetzt nichts oder so. Hier ist nämlich dieses Ei, was er gemeint hat. Aber da haben wir doch schon 4, 5 Mal reingeguckt jetzt. Da ist ja jetzt was Neues freigeschalten. Oh! Jetzt ist die Tür auf. Alter, mein Gott. Die Tür. Wir haben jetzt die Tür aufgemacht, weil, ja. Also jetzt dieses Tape. Jetzt ist das Tape runtergefallen. Hallo? Okay, da ist keiner. Your dream is falling. Falling, your dream is falling. Ach, failing. Failing, nicht falling. Ne? Man muss auch lesen können, würde ich sagen. Also das Tape ist jetzt runtergefallen. Aber wo war dann Fenster? Und da drüben sieht man auch noch was. Da kommen wir auch noch nicht hin. Anscheinend... Ich weiß jetzt, wo es ist. Hier ist ein... Guck mal, hier ist auch ein... LOL! Guck mal, hier ist doch das Fenster, was wir aufgemacht haben. Das ist jetzt hier. What the fuck? Das Tape liegt jetzt da unten. Ich check gar nichts mehr. Das Haus ist so komisch aufgebaut. Oh mein Gott. Da ist keiner. Das Gruselige ist halt ein leeres Haus, ne? Dass da nichts ist, das ist halt richtig gruselig. Und vor allem dieses Viech, was da gelaufen ist. Herr, warte mal, wo ist denn das jetzt? Das Fenster. Mit der Kassette. Bin ich jetzt doof? Wo war denn das? Ich habe das doch von oben gesehen. Ne? Also von da oben hat man ja gesehen, dass das irgendwo in den Karton gefallen ist. Ach, hier ist die Kassette. Und da oben ist ein... LOL. Das habe ich gar nicht gesehen. Ne? Dann nehmen wir jetzt die Kassette. Blue Videotape. Will nicht wissen, was auf dieser Kassette drauf ist und wie es jetzt gleich weitergeht. Dann stecken wir jetzt die Kassette rein und gucken, was los ist. Das sind Hinweise. Eine Schatulle. Und das sind Zahlen. Da ist das Geschenk, was wir gesehen haben. Also auf dem gemalten Bild. Oh, jetzt wird mir einiges klar. Ne, das war nicht die Nummer, diese 074. Kann man sich das nochmal angucken? Aber wo finden wir das Triforce? Die Schatulle. 1, 7, 2, 1, 7, 2, 1, 7, 2, 5, 1, 7, 2, 5. So, dann gucken wir mal, ob wir die Schatulle finden. Ich kann mich aber nicht erinnern, wo die war. Ich musste kurz eine Unterbrechung machen, weil ich mir das Video noch mal ein paar Mal angucken musste. Und es ist halt wirklich diese Decke. Also, ich habe auch noch mal in die Lösung geguckt. Das Spiel geht nicht mehr so lange. Ich habe nur bis zu dem Punkt geguckt, wo ich dieses Triforce aufheben kann. Und dann habe ich abgeschaltet, weil das ist müsste dann hier sein. Das Ding ist, das ist ja die Decke, die wir gesehen haben. Aber wir haben ja so drauf geguckt. Wir müssen aber ein bisschen hier hinten reinlaufen, um das dann aufheben zu können. Und das ist jetzt die Lösung gewesen von dem Problem. Oh mein Gott, guck mal, wir sind gerade hier runtergekommen. Es sieht jetzt ganz anders aus. Wow.
Der Raum hat sich halt komplett verändert. Oh mein Gott, Alter. Ich will nicht wissen, was hinter der Tür ist, aber ich mach sie jetzt auf. Noch tiefer in den Keller. Ich will nicht. Ich kann dir nicht helfen. Ich muss mir selbst helfen. Help me, help me. Nichts. Jetzt zieht das nochmal richtig an, das Gelbe. Alles eingestürzt. Aber wo sind wir? Also, was ist das für ein Haus? Also... eine Tür. Können wir die aufmachen? Nein. Das Haus hat schon bessere Zeiten gesehen, würde ich sagen. Zu betoniert, zu gebrettert. Oh, ich bin... oh, das ist ganz eklig, ne? Gerade. Das steht doch safe gleich auf, Alter. Das Computer, der ist schon sitzt. Als ob der da nicht aufsteht. Da will ich absolut gar nicht rein. Boah. Ich geh jetzt hin. Ich geh jetzt hin. Ich will jetzt wissen, was jetzt passiert. Da sitzt doch einer, das sieht man doch. Der steht bestimmt gleich auf und packt mich oder so. Hier ist die besagte Schatulle. Ich will mich aber erstmal nochmal umgucken, was hier noch so ist. Hier ist ja sonst nichts mehr eigentlich. Oh, hier ist noch ein Zettel. Noch ein Bild. Drawing of the Candle Corridor. Oh fuck. Was habe ich da jetzt getriggert? Ah! Alter. Guck mal, der ist jetzt weg. Er ist weg. Er hat wieder, ne? Er hat wieder den Affen da hingelegt. Diesen scheiß Affen. Dann lassen wir mal aufmachen. 1, 7, 2, 5. Die Schatulle ist offen. Oh, jetzt kriegen wir den Key. Das ist der Key, den wir auch schon gesehen haben. Boah, ich will echt nicht mehr. Das ist so gruselig. Vor allem das Viech, was da hochkrabbelt. Und jetzt gehe ich hier noch tiefer runter, oder was? Das kracht bestimmt ein und hier komme ich nicht mehr weiter, oder so. Safe. Guck, das bröckelt mich schon. Oh, wo sind wir jetzt? Hä? Wir sind jetzt beim Tape-Zimmer rausgekommen. Jetzt sind wir wieder hier. What? Ich will mal das Bild noch einsetzen.
Wo war die andere Tür? Oh, dann haben wir ja schon komplett fast. So, Select. Working among strangers, I think I want to give it back. Das ist doch safe, das. Und dann die Treppe zu Happy. Guck mal, die Bretter sind gerade weggegangen. Aber wir haben noch den Schlüssel gekriegt für Kiev's Square Emblem. Hier. Hier haben wir die Tür, wo wir das aufgehoben haben. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Es geht noch ins Brunner. Kann ich mehr reden? Ja. Was ist so painful? Das war die Tür in der Vision, die wir gesehen haben. Jetzt sag nicht, da unten ist das Geschenk. Sorry, sorry, sorry. Oh nee. Wo müssen wir jetzt? Och man, ich will nicht mehr. Da hat irgendwas geknallt. Jetzt sind wir halt wirklich im Keller. Was ist das für ein Haus mit komischem Keller? Fuck, Alter. Ich will hier nicht sein. Die Tür ist zugemauert. Es gibt nur diesen einen Gang. Oh Mann, ich will nicht mehr. Was ist das gewesen? Oh, krabbelnde Sachen hasse ich richtig. Wenn was krabbelt in ein Horrorspiel, das ist das krasseste überhaupt, was für mich ist. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Oh. Ganz eklige Sache. Da kann man nicht lange. Jetzt gehen wir den Viech hinterher. Ich will aber den Viech doch gar nicht hinterher gehen. Oh Mann, ey. Warum mache ich das überhaupt? Was ist das überhaupt für ein Viech? Boah, ist ganz eklig gerade, ne? Dunkel, es krabbelt. Och man, ey. Wo muss ich denn jetzt hin? Geht's nirgendwo hin? Dann geht's nur hier lang. Da ist das Geschenk, was wir gesehen haben. Ach man, ich will nicht, dass es mir ins Gesicht springt. Je nachdem, was passiert. Wir müssen aber da lang, weil da war das Geschenk. Oh Mann, ey. Das ist so widerlich, das Spiel. Ich heul hier nur rum, aber wenn das euch so reindröhnt, ist ganz unangenehm. Pick up. Wir haben das Geschenk abgenommen. Jetzt hier alles beleuchtet. Oh, angenehmer. Viel angenehmer. Trotzdem nicht angenehm, weil kann ja trotzdem das Krabbelfiech hier irgendwo rumkraxeln, ne? Ich sag erst nur, wo geht's jetzt lang? Geh mal dem Licht entlang.
glaube, das ist der Weg zurück. Da bewegt sich doch. Oh, da bewegt sich doch gerade irgendwas. Man hört das doch. Irgendwas verfolgt mich. Geh mal hier lang. So, ich dachte, das wäre dieses Viech, aber das sind dann Steine. Oh nein, nicht schon wieder, Dunkelheit. Ach, fuck. Och man, ich habe mich gerade so dran gewöhnt. Also so schön ist. Und jetzt das hier wieder. Ach man. Die Kerzen zeigen dir den Weg. Oh Gott, da ist der Weg nach oben. Safe eine Treppe oder so. Oh. Warte mal. Ist er noch auch von da gekommen, oder? Ja. Aber ich finde das Haus viel angenehmer als jetzt unten. Oh mein Gott. Ganz furchtbar, das Ding hier. Dann werden wir jetzt durch diese Tür gehen. So, ich habe jetzt meine Mut-Cola getrunken. Jetzt geht's weiter. Ist sehr einladend. Ich nehme die Einladung nicht an, aber ich mach's trotzdem. Und wieder so ein hässliches Ding. Die haben auf uns gewartet. Oh nee, ich will doch da nicht rein jetzt. The choice, die Entscheidung. Ihr braucht euch nicht verstecken, Leute, ne? Ihr könnt euer Gesicht zeigen, weil dann kann ich euch bei der Polizei mich anzeigen, ne? Was ihr hier alles für eine Scheiße macht, gell? Aber die da zwei da hinten, die kriegen auf jeden Fall eine Geldstrafe, eine saftige Geldstrafe. Wenn ich hier raus bin, ich sag euch, Leute, ihr kriegt so eine Anzeige, dass ihr es gewaschen habt. Und wehe, ihr fasst mich an, dann kriegt ihr Kinnhaken, ich sag's euch. Ne? Ach stimmt, wir konnten uns ja entscheiden, ob wir rechts oder links gehen. Sind die überhaupt echt? Ihr Pappnasen? Das sind alles Pappnasen. Ne? Nehmen wir jetzt rechts oder links? Die Frage ist, was passiert? Ich brauche eine Bedenkzeit. Okay, ich habe eine Bedenkzeit. Also ich habe mich entschieden, ich werde links gehen, weil ich Rechtshänder bin. Aber man sieht ja hier gar nichts. Ich nehme jetzt links. Nein! Ich wollte doch links hochgehen, nicht links. Er ist einfach zusammengefallen. Oh, dann gehen wir jetzt rechts. Ich wollte eh rechts. Oh. Wollte eh rechts gehen. Aber wo kommen wir jetzt hin? Leute, es wäre scheißegal gewesen, was wir genommen hätten. Wir wären hier sowieso hingekommen. Habe ich gewonnen? Steht hier. Habe ich gewonnen?
Ist da ein Ausgang? Das ist die Tür, die wir gesehen haben im Tape. Ich will hier raus. Ganz viel Ketten, das erinnert ein bisschen an Silent Hills, The Room und so. Guck mal, das nette Gesicht. Das hatten wir schon mal. Oh. Wo sind wir denn jetzt wieder? Fängt das jetzt wieder von vorne an? Wir sind am Anfang. Ist wieder dieser Affe? Lol, und jetzt ist hier auch aufgeräumt. Guck mal, weil vorher war die Tür... Vorher war die Tür hier komplett zu. Ach nee, das war die Tür. Okay, dann habe ich mich getäuscht. Hier waren wir schon. Wenn jetzt das Telefon klingelt, dann grüßt täglich das Murmeltier und so, ne? Hier ist die Schatulle. Die hatten wir in unserem Traum gesehen. Ja. Das ist aber eine komische Uhr. Oh nee, da steht er ja wieder. Oh nee. Waren das alles nur böse Träume? Nein, ich will raus. Ich will raus. Lass mich raus. Nicht schon wieder der gleiche Traum. Der bewegt sich safe. Ich sag's dir. So, what are you going to do? Have you made up your mind? I can help you with the move. I have the weekend off, so I will come to your place, okay? Ich will jetzt raus hier. Ich will einfach nur raus. Hallo. Ich will raus hier. Er hat gesagt, dass ich doch die rechte Seite genommen habe. Och nee, ich will doch einfach nur aus dem Haus raus und nicht weiter ins Haus rein. Mann. Jetzt sind wir da. Ja, super, aber hier geht's ja nicht weiter. Und jetzt? Ist das alles ein Traum? Es ist dunkel geworden. I warned you. Aber an sich könnte das ein richtig cooles Spiel werden. Ja, wir sehen uns beim nächsten Horror-Demo-Projekt. Und bis dann. Ciao.